Hallo alle miteinander. Langsam kommt jetzt bei mir die Schnappatmung wieder, das heißt, Kohle muss ran. Ging jetzt ziemlich lang, ganz gut, aber spätestens jetzt halt nicht mehr. Details erspare ich euch wieder, das wollt ihr alles gar nicht wissen. Dafür ja, kommen jetzt die Schätzchen an den Mann, wer es braucht. Also die Schätzchen, die ich jetzt gut getestet habe, über ein Jahr getestet habe und auf die ich jetzt schon mal verzichten kann. Ich weiß ja jetzt, wie es neu zu bauen geht. Als erstes haben wir hier einen REMF Charger, der für 12 Volt Autobatterien gedacht ist. Geht in der Spannung im Leerlauf bis 16 Volt hoch, glaube ich. 16,5 Volt. Ist mit Solaranschluss, dass man hier kann man Solarpanel anschließen. Und so funktioniert er. Hier wird eingeschalten, wenn es im Strom steckt. Und dann ist diese Einstellung, wenn diese LEDs jetzt leuchten und der Schalter hier links ist, ist die Freizock-Option sozusagen. Das ist die Option, die ihr wählen müsst. Oder du dann, der das dann ersteigert, wenn du eine Batterie freizocken möchtest, die so bei 0 oder 1 oder 2 Volt rumgurkt irgendwie. Und hier unten ist ein riesen fettes Potti verbaut. Das ist so ein, da kostet das Potti allein, glaube ich, 50 Euro, wenn man es neu kauft. Aber naja, erstmal egal. Und mit dem Potti kann man dann hier die Stromstärke regeln. Das ist jetzt im Freizockmodus so eine Sache bei einer Batterie, die halbwegs fit ist. Ein bisschen bewegt er sich schon. Und wenn man den Knopf drückt, kann man die Voltzahl sehen, wo die Batterie momentan ist. Momentan bei 11 Volt. Ich gehe mal noch ein bisschen zurück mit den Ampere und schalte mal hier die volle Kanne rein sozusagen. Jetzt haben wir volle Kanne, da zieht er jetzt schon 1-2 Ampere und auch hier kann man dann hochregeln bis zum Anschlag. Die nimmt jetzt noch 4 Ampere auf, das ist eine kleine 40 Amperestunden Batterie. Das ist ganz normal und hier leuchtet der jetzt? Doch, der leuchtet auch. No. Genau, da ist nochmal so ein kleiner. Ein kleines Ampere-Messgerät sozusagen. Je nachdem, welche Einstellung man hier hat, desto heller oder dunkler leuchtet sie. Na, da kann man dann direkt im Kabel nochmal sehen, wie viel Ampere jetzt in die Batterien gezogen werden. In der Spitze, also wenn eine Batterie dran hängt, die so 100 Amperestunden hat ungefähr, dann erreicht er schon seine 9 bis 10 Ampere. Aber wenn ich hier so eine Batterie lade, da sehe ich immer zu, dass ich so bei 7, 8 Ampere maximal bin. Also ein bisschen mehr als 5 Ampere geht auf alle Fälle. Und ja, je mehr Ampere, desto wärmer wird es natürlich. Er hat die Langzeittests durchgehalten, der hat jetzt bestimmt schon 30, 40 Mal so eine 100 Amperestunden Alone-Batterie, die auf bis zu 6 Volt nieder gewesen ist. Ne? Über ein Jahr lang ist das damit, hat es damit wunderbar funktioniert. Zum Solar nochmal, hier kann man maximal 20 Volt und auch 10 Ampere drauf knallen. Und dann kann man auch hier mit einem Solaranschluss das Teil laden. Konzipiert war es eigentlich für den Solar-Relais-Weltmeister 1993. Den ich da im Auenland getroffen habe. Dem habe ich eine REMF-Charger-Schaltung zusammengebaut, was nur die reine Schaltung gewesen ist, wo sich selber ein Solarpanel anklemmen kann und dann auch an den Output ranklemmen kann, was er möchte. Und das hat bei dem so gut funktioniert, da hat er gemeint, hey, da braucht er jetzt das gar nicht mehr, wenn er das andere hat. Ja, habe ich mir ein Eigentor geschossen, aber ich konnte es dann mal richtig schön auf Herz und Nieren testen. Hatte auch mal ein richtig schönes Ladegerät für die 100 Amperestunden Alone-Batterien. Und jetzt kann es den nächsten finden, wenn es möchte. Es ist zwar gut, aber komplett perfekt kriege ich selten hin. Auch hier gibt es jetzt eine kleine Besonderheit, die man beachten soll. Und zwar in diesem Modus, wenn komplett aufgedreht ist, und jetzt hier 7, 8, 9, 10 Ampere gezogen werden sollten, dann bitte tunlichst vermeiden, hier am Ausschalter ein- und auszuschalten, weil der Ausschaltertrend hier komplett das Netz
Ne? Also da ist dann nichts mit Standby-Verlusten oder sowas. Wenn der Schalter gezogen ist, ist das Netz komplett weggeschalten davon. Ne? Aber das ist so eine Sache, wenn der hier unter Volllast seine 200 Watt jetzt ungefähr zieht. Ne? 200, 250 Watt oder so. Also in dem Falle dann in Freizeugmodus runterdrehen und dann kann man ausschalten, ohne dass der Schalter kleben bleibt. Darum geht's. Ne, wenn man, ist mir schon 2-3 Mal passiert, hat sich dann wieder gelöst. Ne, also es geht, kaputt gegangen ist auch nichts dabei. Ja, manchmal bleibt er dann kleben, wenn er hier so 7-8 Ampere hat. Dann auf alle Fälle hier runterfahren, die Ampere runterregeln oder so rum jetzt runterregeln und dann kann man hier bedenkenlos ausschalten. Ne? Also nicht wundern, falls ihr das doch mal vergessen oder du das doch mal vergessen solltest, dann wenn du hier ausschalten willst, dann schalte nicht gleich aus. Ah, hier hängen geblieben. Also ja, kleine Besonderheit. Aber ging nicht anders zu machen, weil die Schalter haben so schön gepasst hier. So, jetzt gibt es jetzt noch zwei Stück an der Zahl. Zwei kleine Mikro-Joule-Tiefs oder Mini-Joule-Tiefs. Ich glaube, Mikro geht, das geht noch ein bisschen kleiner, glaube ich. Ist jetzt nichts so Besonderes, ne? Aber wer sich dafür interessiert, der hat damit vielleicht schon seinen Spaß. Hier ist nochmal ein Taster eingebaut, wo man dann so eine Diode noch überbrücken kann. Ne? Ich habe die Version genommen, wo ich im Minuseingang noch eine Diode eingebaut habe. Er leuchtet jetzt nicht so lange wie Atzis Joule-Tief, ne, der die erste Joule-Tief-Weltmeisterschaft, wenn ich es jetzt mal so nennen kann, gewonnen hat, die AR-Challenge, wo so eine LED über 2,5 Jahre nonstop durchgeleuchtet hat. Ne, mit einer Batterie so einer Größe hier. Könnt ihr vielleicht mal angucken, wenn ihr es noch nicht kennt, AR-Challenge bei Action for Free, da ist das alles dokumentiert, ist am Ende nochmal die Schaltung vom Atze auseinandergenommen worden, wie man ihn richtig schön perfekt basteln kann, wenn man LEDs richtig lange leuchten lassen kann. Die Teile habe ich immer genommen, um meine Akkus zu testen und meine Akkus auch ein bisschen zu entladen. Ne? Wenn man die dann wieder regenerieren möchte, dann ist das hier eine gute Möglichkeit, die auch schön zu entladen. Das ist der eine Joule-Tief, der ist mit normalen Kroko-Klemmen, ist von 0,7 Volt, sage ich jetzt mal, oder 0,9 Volt bis 1,6 Volt kann man da am Eingang rangehen. Ne, sehr viel mehr würde ich da nicht unbedingt rangehen, also perfekt geeignet für solche Zellen. Hier ist noch ein kleinerer, der ist noch etwas winziger. Da ist jetzt kein Taster drauf, aber hier sind dafür Magneten dran, dass man die einfach an so eine Zelle ranpacken kann. Und dann, hey, wieso bist du jetzt nicht so hell, wie ich eigentlich dachte, dass du hell bist? Ah ja, jetzt Sattler. Gehen wir ein bisschen hier runter, dann sieht man das ein bisschen besser. Hier ist eine orange LED eingebaut und eine grüne LED. Das ist wieder eine etwas andere Version vom Joule-Tief. Da habe ich Triggerabnahme mitgemacht, ne? Die Power und die Triggerabnahme gleichzeitig. Und ja, sehr viel mehr gibt es hier eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Ne? ja, wer viel Zeit und Lust und ganz genau ins Detail gehen möchte, der kann ja mal in Verbindung mit diesen letzten Videos, wo wir uns die Polaritäten von den Akkus angeschaut haben, hier ein bisschen rumprobieren. Da hat er gleich ein bisschen was Fertiges, um zu testen, ob das mit den Polen jetzt irgendwas auf sich hat, ob das eine Mal das besser funktioniert oder ob es das andere Mal besser funktioniert. Ne, je nachdem, ob man Süd oder Nord da irgendwo ranmacht. Ja, Joule-Tief 1 und 2 nenne ich nächstes Mal. Ne, andersrum, ich habe ja den zuerst vorgestellt. Das ist Joule-Tief 1 und das ist Joule-Tief 2. Ne? Gut, das sind die Joule-Tiefs. Das Elektrofahrrad-Ladegerät ist als nächstes dran. Ein Oldschool-REMF. Oldschool deswegen, weil noch mit richtig schönem Ringkern Trafo als Eingang. Und eigentlich ist es ein umgebauter Verstärker. Den habe ich aufgemacht und zumindest alles, was hier links ist,
bis auf das hier oben. Das war schon so gewesen mit dem Kühlkörper und so weiter und so fort. Sogar die Transistoren, die waren alle schon perfekt dafür, dass man eigentlich nur noch ja, ein paar Ferrite reinhängen musste und schon hat man eine PNP-NPN-ReEMF-Ladegerät. Ich habe das dafür genommen, um Unterschiede rausfinden zu wollen zwischen PNP- und NPN-Ladung. Ich habe es so noch nicht richtig fokussiert, sagen wir es mal so, aber ich brauche es auch nicht mehr, weil mein E-Bike hat jetzt keine 28 Volt mehr, was das hier maximal kann, sondern habe ich auf 36 Volt bzw. 40 Volt umgerüstet. Aber damals hat mir das echt schöne, gute Dienste geleistet. Hier ist noch der Akku davon. Und zwar konnte es mir einen Akkupack, also zwei Akkupacks parallel vollknallen mit 28 Volt und dann auch noch zwei kleine 12 Volt Batterien laden. Hier den Anschluss, den lasse ich euch gleich mal dran. Der passt in die meisten Kompressoren. Ne, da gibt es doch solche Luftkompressoren für Fahrradluft und so weiter und so fort. Die haben eine kleine 12 Volt Batterie eingebaut und das hier wäre der Ladeanschluss dafür. Natürlich kann man sich hier auch das ranmachen, was man möchte. Hier hinten dran, aber dazu kommen wir später. Ja, PNP, NPN, 28 Volt und 3 Ampere bringt's und 1,5 Ampere dann für die 12 Volt Variante. Das sind die, ja, so ungefähr. Das geht natürlich weiter, das geht, ich glaube 17 Volt Leerlaufspannung ist hier und hier sind 36 Volt Leerlaufspannung. Aber die Leerlaufspannung hat ja nichts zu sagen mit dieser Zellenzahl. Also wenn man hier einen 6S Lithium Akku hat, der kann damit voll geladen werden. Es geht auch über 28 Volt dann. Also ist für 6S Lithium Akkus ausgelegt und das hier für 12 Volt Batterien. Hier ist noch eine kleine Ampere Anzeige mit dran, die mit dem PNP Ausgang gekoppelt ist. Zumindest über den PNP kann man hier so Pi mal Daumen die Ampere sehen, die reingehen. Und so schaut es in Aktion aus, das Teil. Die Lämpchen hier, die leuchten, wenn man im Freizockmodus ist. Die mittlere Einstellung von diesen Tastern, hier haben wir drei Einstellungen, ist das Freizocken die mittlere Einstellung. Oben haben wir die halbe Stärke. Das wäre jetzt das hier. Da gehen die Lampen dann aus, das sind nur die zeigen nur an, wenn freigezockt wird. Und hier sind wir jetzt schon bei 2,4 Ampere ungefähr. Und ja, 2,7 Ampere zeigt dann wieder Stromzange an. Warte mal, habe ich hier überhaupt relativ gedrückt? Ja, relativ war gedrückt. Also es sind wirkliche 2,7 Ampere, was jetzt reingehen in dem Modus. Und der volle Pulle-Modus geht dann hier bis knapp 3 Ampere und auf der Stromzange 3,66 Ampere. Jawohl, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese werden jetzt geladen, die hinten ist nicht mehr dabei. Aber die 6 werden jetzt mit 3,7 Ampere voll gejüdelt, gerödelt. Ja, das könnte ich an dem Ausgang machen. Hier könnte ich dann noch einen Akku mit rannehmen und wie gesagt, hier könnte ich das auch alles parallel betreiben. Wer mehrere Sachen zu Hause hat oder eine Familie, für den ist es vielleicht nicht verkehrt. Hinten dran schaut so aus. Und zwar ist es eigentlich leicht erklärt. Ne? Das sind alles die Outputs bis auf diesen hier. Dieser ist der Input für Solar. Da kann man maximal 60 Volt und 3 Ampere anhängen. Und hat dann auf diesem Ausgang den Output vom Solar. Also wenn man hier sein Solar reinsteckt, kann man hier dann über ReEMF behandelten Strom wieder abnehmen. Und die anderen Ausgänge, die funktionieren lediglich, wenn Netzspannung anliegt. 230 Volt, 50 Hertz, weil Ringkerntrafo. Also bitte kontrolliert euer Netz. Nicht, dass es so ist, wie ich es schon mal hatte. Da habe ich jemanden so ein Ding verkauft und der hat sich dann gewundert, warum seine Batterien nicht richtig voll geworden sind. Hat zwar schon geladen, aber hat ewig gedauert, ehe sie richtig voll geworden sind. Und dann sind wir dahinter gekommen, dass bei ihm am Netz nur noch um die 190 Volt Wechselstrom ankamen. Ja, es war in Köln gewesen. Mal gucken, wie es da heute ist. Aber ja, so bei 220, 230 Volt geht das Ding.
Oder Solar eben. Ja. Hier der Schalter ist noch vorbereitet für eigene Basteleien sozusagen. Ist ein Stufenschalter, wo schon Kabel unten rangelötet sind, dass man da sofort loslegen kann oder sich hier oben auch noch was ranlöten kann, falls man da irgendwelche Inputs hin und her schalten möchte oder was einem da auch immer einfällt. Ja, das Gehäuse kommt natürlich auch drauf. Ich zeige es gleich nochmal mit Gehäuse. Na gut, bevor wir es schließen. Also falls am Output mal irgendwas kurzgeschlossen wird, hier wären die Sicherungen, die man wechseln kann. 1, 2, 3, 4. Ja, aufmachen, reingucken, welche ich genommen habe und die dann wechseln. Dürften einmal 2 Ampere und einmal 4 Ampere Sicherungen sein, was ich hier verbaut habe. Bin mir aber nicht mehr so sicher. Das war ja schon ganz schön lang her. Ja, kriegt er dann aber raus im Fehlerfall, wenn dann mal hier eine kommen sollte. Der ist abgesichert, der ist natürlich auch abgesichert, wie die alle abgesichert sind. Na? Ja, und hier in einem Output-Kabel von dem, was ich euch mitliefere, habe ich hier auch nochmal eine Sicherung von 5 Ampere mit reingemacht. Man weiß ja nie. Und so würde das Teil dann komplett aussehen mit Gehäuse. Diese Drehknöpfe hier, die funktionieren auch, allerdings nur im Freizockmodus. Ne, wenn man den Freizockmodus hat, kann man hierüber fein die Ampere regeln. Ich schaue jetzt mal, das ist das allerkleinste, also ganz links ist minimal und wenn ich jetzt nach rechts hochdrehe, jawohl, wird es hier mehr. Komme ich hier allein im Freizockmodus hier schon auf 2 Ampere ungefähr. Ja, und dementsprechend zeigen auch hier die LEDs an, wie viel Ampere geliefert werden. Ja, und somit kann man dann hier diese ganzen Feineinstellungen stufenlos unterhalb von 2 Ampere auch noch bewerkstelligen. Somit hat man die ganze Bandbreite drin und kann, egal welcher Akku, welche Ampere, um die 28 Volt damit laden. Das ist bei allen mit reingekommen, sowohl bei der 28 Volt als auch bei der 14 Volt Variante. Also man könnte im Notfall sogar hier mit vielleicht 9 Volt Batterien laden. Ne, wenn man vielleicht mal so 20 Minuten oder sowas ranhält ungefähr. Oder vielleicht 10 Minuten reichen hier vielleicht sogar schon. Na gut, 9 Volt Blocks, nee, 9 Volt Blocks mal noch nicht, aber ja, bis 12 Volt. Jede Größe, jede Ampere-Größe ist hier möglich, wenn man hier die Feineinstellung dann eben machen kann. Gut. Noch eine kleine Korrektur. Kein 6S, sondern ein 7S Lithium-Akku-Ladegerät. Man kann 6S damit laden, aber klar, 28 Volt, das sind ja 7 Zellen in Reihe und nicht 6. Ja, um das jetzt nochmal zu demonstrieren. So schaut's aus. Freizockmodus drin, 27,9 Volt sagt er. Die Ampere sagen noch nichts. Wir gehen auf halbe Stärke. Sind hier bei 2 Ampere. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir auf die starke Stufe umschalten, ob er da auch so 3,6 Ampere zieht wie vorhin. Das ist die Mitte, Freizocken. Und jetzt volle Pulle. Ah ja, da ist er hier bei volle Pulle im 7S-Modus. Schon an seiner Grenze. Da liefert er nicht mehr so viel Ampere, wie der Trafo maximal liefern könnte. Liefert aber trotzdem noch so, wie es hier jetzt aussieht, so 2,5 Ampere. Also genau, genau so war es gewesen. Jetzt kann ich mich wieder erinnern, mein E-Bike hatte ja 7 Zellen in Reihe gehabt, anstatt 6. Ja, dafür war es konzipiert. Also ein 7S Lithium-Akku-Ladegerät, womit man aber auch 6S Lithium-Akkus laden kann. Ne? Immer schön die Spannung beobachten. Dann, ich hoffe, du bekommst einen netten neuen Besitzer. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Die Batterie, die hier hinten steht, die ist jetzt etwas über ein Jahr alt. Ist das erste Jahr auf Kalium-Alarm umgerüstet gewesen und ist da richtig malträtiert worden. Also
bis an die Kotzgrenze entladen, bis auf 4-5 Volt runtergezogen, alles was geht und dann mit dem EMF-Charger wieder geladen, alles was geht, ne, über ein Jahr. Dann war es am Ende bei der Kali-Alarm so gewesen, dass er noch so ungefähr so 8-9 Volt hatte. Und im Gegensatz zu der anderen Batterie, die ich mit Ammonium-Alarm gemacht habe, schon, da hat man schon extremen Leistungsverlust gemerkt. Also habe ich vor kurzem diese ganze Kali-Alarm-Lösung wieder ausgekippt, nochmal gespült mit destilliertem Wasser und Ammonium-Alarm reingemacht. Die ist jetzt das allererste Mal geladen. Vor 2 Tagen habe ich das Ladegerät dann wieder abgeklemmt, also steht die jetzt 2 Tage einfach so da. Und bei den Alarmzellen ist es schon der Fall, dass von der Voltzahl her die eine viel höhere Selbstentladung haben als die normalen Bleisäure. Also so ist es bei mir jetzt jedenfalls. Wenn es geht, die sofort nach dem Laden benutzen, ne, da hat man am meisten davon. Aber mich interessiert das mal, wie es ausschaut, wenn man die jetzt 2 Tage hat stehen lassen. Oder es sind sogar 3 Tage her. Können sogar 3 Tage, sagen wir erstmal 2 Tage stehen lässt. Da sind wir nämlich noch bei, also bis 15 Volt hatte ich sie gehabt, bis 14,8 Volt. Und jetzt sind wir noch genau bei 12,0 Volt, 11,9, 12,0 Volt. Ne? Wer sich da mit Autobatterien auskennt, der wird sagen, das ist ja gar nichts mehr drin. So, jetzt haben wir hier einen Staubsauger, da steht drauf 1250 Watt. Und mein Wechselrichter, der eigentlich nur bis 1000 Watt geht. Gut, in der Spitze kann er kurzzeitig bis 2500 Watt, aber mal schauen, ob das damit funktioniert. Und vor allem, wie lang. So, seid ihr noch im Bilde? Ihr seid noch im Bilde. Ich starte. Das macht der Alarmzelle nichts aus. Moment mal, ausschalten. Gut. Also er war hier bei 10,1 Volt gewesen, habt ihr gesehen. Er hat auch schon gepiept. Das sind die schönen Dinger, die nur piepen und nicht abschalten. Die ganzen neuen, die schalten dann gleich ab. Die blöden Dinger, die alten, die piepen da nur noch. Und ja, geht ohne Ende. Das waren doch jetzt mindestens mehr als 5, 6, 7 Minuten, oder? Ja, 5 Minuten ungefähr waren es schon gewesen. Ihr habt gesehen, ich hätte noch viel länger staubsaugen können, weil, ja, es macht der Zelle ja nichts aus, wenn sie unterhalb von 10 Volt ist. Gut, dann würde ich sagen, gibt diese umgerüstete Alarm-Batterie auch mit dazu, ne, dass er die Kombination von REMF-Charger und Alarm-Batterien benutzen könnt. Und erst mit REMF-Charger, habe ich mitbekommen, werden die richtig gut geladen, diese Alarm-Zellen. Also ein normales Ladegerät geht zwar auch, aber naja. Um Welten besser. Also viel mehr Energie drin, auch länger Energie drin ist dann meiner Erfahrung nach, wenn man die mit REMF-Charger lädt.
Tja, so schaut es momentan aus. Also gibt es diese auf Ammonium umgerüstete Batterie auch mit zum Ersteigern als 1-Euro-Aktion. Gut. Dann, das war die Produktion 2018, Teil 1. Sagen wir mal Teil 1. Mal gucken, ob noch was dazu kommt. Aber, jo, jetzt muss erstmal Miete gezahlt werden.